Und wir blicken nochmal auf den Samstag, denn am Samstagabend die allerletzte Wetten-Das-Sendung wurde ausgestrahlt. Nun wird über die Abschiedsworte von Moderator Thomas Gottschalk diskutiert. Der hatte zum Ende der Sendung seine Entscheidung begründet, warum er aufhört. Eine davon, früher habe er im Fernsehen immer das gesagt, was er auch zu Hause gesagt habe. Inzwischen rede er aber zu Hause anders als im Fernsehen und das sei seiner Meinung nach auch keine tolle Entwicklung. Zitat, bevor hier ein verzweifelter Aufnahmeleiter hin und her rennt und sagt, du hast wieder einen Shitstorm hergelabert, da sage ich lieber gar nichts mehr. So Gottschalk zum Abschluss. Bei uns im Studio Weltautor Peter Huth, freue mich sehr auf dieses Gespräch, herzlich willkommen. Denn Hallo. Du hast einen sagenhaften Text über diese letzte Wetten-Das-Sendung geschrieben. Wir wollen aber genau mit dem Ende mal anfangen. Diesen Worten von Thomas Gottschalk und Tenor, nicht mal ein Thomas Gottschalk darf heute noch sagen, was er will. So kommt das ja rüber. Übertreibt der wirklich große Entertainer damit nicht ein bisschen und stellt sich unnötigerweise als Opfer dar? Ja, das glaube ich ist genau der Fall. Also Thomas Gottschalks Geschäftsmodell war von Anfang an vom Bayerischen Rundfunk, als er noch sehr jung war, bis zuletzt, dass er praktisch immer genau das gesagt hat, was er wollte. Er hat da manchmal ganz bewusst Grenzüberschreitungen gemacht, manchmal auch unbewusst. Wobei man sagen muss, der große Shitstorm, an den kann ich mich gar nicht erinnern, Thomas Gottschalk, weil den hat es nie gegeben. Es gab immer wieder mal so Sachen, wie er mit Frauen umgegangen ist, dass er manchmal etwas touchy war und so weiter. Ihm ist aber alles immer nachgesehen worden. Man hat immer gesagt, es ist halt Gottschalk, der muss so sein und das stimmt ja auch. Deswegen hat mich das so ein bisschen irritiert, warum er jetzt auf einmal sagt, er dürfte nicht mehr sagen, was er wollte. Ich glaube ihm das nicht. Wie bewertest du das? Ist das Kapitulation? Ist das vielleicht Angst vor der eigenen Spontanität? Er hat ja mal Herz und Schnauze, das muss man auch sagen, mehr als andere. Und genau das hat ihn vielleicht auch so einmalig gemacht bei Wetten, dass. Deswegen hat es auch kein anderer Moderator so lange und so oft moderiert und auch mit den guten Quoten, muss man ja mal sagen. Ich glaube, er musste ja irgendwie für sich auch erklären, warum er jetzt aufhört. Der eine Grund war, dass er gesagt hat, er möchte nicht in die Situation kommen, dass er die Gäste nicht mehr kennt, weil er einfach zu alt ist. Man hat das bei Shirin David schon gemerkt. Da gab's ja, da hat er übrigens genau das gemacht, was er am Ende ja gesagt hat, was er nicht mehr machen durfte. Die ist er relativ hart und auch total zu Recht angegangen. Die hat er links liegen lassen, nachdem der irgendwelchen Quatsch erzählt hat. Das war ein typischer Gottschalk. Das wäre ja eigentlich so eine Situation gewesen, wo sich viele drüber aufregen können. Der alte weiße Mann, das arme, junge, erfolgreiche Mädchen, ist ja alles nicht passiert. Deswegen glaube ich, dass er am Ende, er brauchte eine Begründung für sich vor allen Dingen. Und er hat dann sehr zielgerichtet genau das gefunden, was halt viele Leute auch denken, Sprechverbote, Denkverbote, man darf nicht mehr sagen, was man möchte, stimmt natürlich nicht. Ich fand es aber auch interessant, wie Shirin David reagiert hat, weil sie war die Einzige, die ihn gefordert hat. Er hatte Anna Ivanovic, die Frau von Bastian Schweinsteiger, und er fragt sie als einzige Frage, wie hilft er im Haushalt? Den Rest stellt er alles an Schweinsteiger. Ist er der alte weiße Mann, der vielleicht auch zu alt ist inzwischen für diese große Fernsehunterhaltung? Auch das Fernsehen hat sich verändert, logisch. Ach, das glaube ich nicht. Gottschalk ist eine Kategorie für sich. Der hat immer seine Sache gemacht und der war immer hervorragend. Jeder weiß, was er erwartet und da gehört sowas dazu. Shirin David hat versucht, ihn zu provozieren. Die hat sich dann so zurückgelehnt, hat gesagt, ja, jetzt bin ich hier endlich angekommen. Und daraus entspannt sich so ein kleiner Disput. Da hat Gottschalk viele gute Punkte gemacht und den hat er meiner Meinung nach auch ganz klar gewonnen. Und so ist er halt. Am Ende konnte er die Oper noch, die sie ihn rausgefordert hat. Ja, ja, Operette. Da weiß Frau Schieren auch nicht genau, was der Unterschied zwischen Oper und Operette ist. Mhm. Aber Fakt ist, die Medienwelt verändert sich schon. Diese Lagerfeuerabende und das war Wetten, das sicherlich einer, haben wir heute vielleicht maximal noch im Fußball. Wie wichtig ist sowas tatsächlich auch für den Zusammenhalt gewesen in der Bundesrepublik und wie verändert sich das durch die sozialen Medien? Shirin David ist eben das eine Beispiel dafür und das andere sind die Wetten-Das-Zuschauer, die wahrscheinlich auch nicht alle Gäste mehr kannten dort. Also wenn man sich mal ansieht, wenn man sich TikTok ansieht, da gibt es Leute, die können die verrücktesten Sachen machen und zeigen das. Das hat die Wetten so ein bisschen ersetzt. Das heißt, wenn ich sehen möchte, dass irgendwelche Leute irgendwie sehr geschickt Sachen durch die Gegend werfen oder Basketballkörbe machen oder Wissensquiz, das habe ich mittlerweile alles auf den sozialen Medien. Nur diese Kombination aus Hollywood-Glamour, aus Wetten, aus Normalität, aber dann eben auch der großen, weiten Welt und so weiter, das hat Wetten, das, und das hat Thomas Gottschalk bei Wetten, das, also dieses Gesamtpaket, das hat er hinbekommen. Das wird in gewisser Weise fehlen. Ich habe es auch mit meinen Kindern geguckt, die haben es zum ersten Mal gesehen, die haben sich gut amüsiert, sind dann aber eingeschlafen. Und in deinem Artikel steht dann eben auch drin, dass du früher sehr oft selber auch dabei warst, viel berichtet hast. Kann es jemand anders denn als der weiße alte Mann Thomas Gottschalk in Deutschland oder ist damit eigentlich auch Wetten, das endgültig tot? Die Frage wurde ja nicht
beantwortet. Nee, genau, die ist bewusst offensichtlich nicht beantwortet worden. Er hat gesagt, es ist meine allerletzte Sendung. Es wurde aber nicht gesagt, das war die letzte Wetten-Dass-Sendung. Ich glaube, das ZDF sollte nicht versuchen, das nochmal wieder aufleben zu lassen mit einem anderen Moderator. Lanz ist ein guter Mann, aber jedenfalls meine Meinung, das hat er nicht hingekriegt, das hat nicht funktioniert. Die Leute wollen Wetten-Dass mit Gottschalk. Es ist seine Sendung gewesen. Klares Statement von Weltautor Peter Huth. Der Artikel sehr lesenswert, auch noch online. Danke dir für den Besuch hier. Danke. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.